Wir haben hier ein Schwalbenhaus gebaut. Das Schwalbenhaus ist gefördert einmal über die Gemeinde Barkum und über die Stiftung Umwelt und Naturschutz. Das ist für uns, weil wir eine relativ kleine Stiftung sind, eine große Maßnahme. Und das Ganze sehen wir heute als Pilotprojekt, weil wir gesagt haben, wir wollen mal sehen, ob wir abseits von Häusern die Möglichkeit haben, über diesen Turm oder über dieses Haus letztendlich dann Schwalben hier auch ansiedeln zu können. Und das hat sich ausgedacht der NABU hier in Barkum. Und die haben das Ganze auch unterstützt und fördern das auch mit eigenen Mitteln mit. Und Herr Behn vom NABU hier in Barkum ist mit im Vorstand der Stiftung Umwelt und Naturschutz und hat das letztendlich bei uns eingebracht. Und wir fanden das Projekt gut und haben das jetzt heute hier mit den Bürgermeistern aus dem Landkreis Vechta praktisch zum Anlass genommen, die Umweltwoche einzuweihen. Das ist ja so ein Projekt, was wir jedes Jahr machen, eine Woche lang, wo wir versuchen wollen, die Bevölkerung auf Umwelt, Natur hinzuweisen und auch zu gemeinsamen Aktionen dann aufzufordern. Wir sind froh, dass dieses Projekt des Schwalbenhauses für Mehlschwalben jetzt realisiert werden konnte. Bei der Mehlschwalbe handelt es sich um eine Art, die seit Jahren rückläufig ist, weil eben halt unsere Landschaft immer mehr versiegelt wird, weil weniger Insekten zur Verfügung stehen, weil die Akzeptanz für diese Art an Hauswänden schwindet und somit Nester oft abgestoßen werden. Wir meinen, dass wir hier einen richtigen Standort gefunden haben, zumal im Hintergrund die Grundschule Barkum ein Neststandort für die Mehlschwalbe war. Wir hoffen, dass dieses Projekt ein Erfolg werden wird.